Das Basler Grundbuch und Vermessungsamt hat einen neuen Stadtplan aufgelegt. Wer braucht denn in Zeiten von Google Maps noch? Die Nachfrage überrascht selbst den Herausgeber. Basel, die Nachfrage ist extrem hoch, das ist verwunderlich. 1/5 Auch im Jahr 2022 lanciert der Kanton Basel-Stadt einen neuen Faltstadtplan. Das Format erfreut sich anhaltend großer Beliebtheit. 20 Minuten, Tanja Vögeli, die 500 schon gedruckten Exemplare reichen für die Vorbestellungen nicht aus. Ein Nachdruck zur Auflage wird im April umgesetzt. 20 Minuten, Tanja Vögeli, der Stadtplan 2022 ist auf dem neuesten Stand und zeigt auch die öffentlichen Verkehrsritten mit den Haltestellen an, erklärt Hannes Krause, Leiter der Kartografieabteilung des Vermessungsamts Basel-Stadt. 20 Minuten, Lukas Hausendorf. Darum geht's, in Basel feiert der Faltstadtplan ein Revival, am Donnerstag ist die neueste Ausgabe erschienen. Die Nachfrage ist so groß, dass bereits ein Nachdruck in Planung ist. Selbst das Grundbuch und Vermessungsamt ist erstaunt über die hohe Nachfrage. Der Stadtplan stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Smartphones oder Stadtplan-Apps gab, steht auf dem Deckblatt des neuesten Basler Stadtplans. Nun haben aber praktisch alle ein Smartphone und somit immer eine Karte zur Hand. Und doch wurde nach 6 Jahren Unterbruch der Basler Stadtplan vergangenes Jahr erstmals wieder neu aufgelegt. Also der klassische Papierfaltplan. Und dies mit großem Erfolg. Im Juni 2021 war er bereits vergriffen. Nun ist die überarbeitete Auflage 2022 beim Kundenzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamts, bei Basel Tourismus und im Buchhandel seit Donnerstag erhältlich. Wir haben für die aktuelle Auflage 500 Pläne drucken lassen, doch die Vorbestellungen sind so groß, dass nun ein Nachdruck von 500 Stück im April stattfindet, erklärt Hannes Krause, Leiter der Kartografieabteilung des Vermessungsamts Basel-Stadt, auf Nachfrage. Die Nachfrage ist extrem hoch, was sehr verwunderlich, aber doch auch erfreulich ist, so Krause. Aber wer kauft heutzutage eigentlich noch Stadtpläne? Zu 99,9% werden die Pläne von Baslerinnen und Baslern gekauft. Aber auch bei Taxi- und Buschauffeuern sind sie beliebt, weil sie so detailreich sind, weiß Frederik Portier, Vizedirektor von Basel Tourismus. Ein Teil der Käufer dürfte indes auch Sammler sein. Denn die in Schwarz-Weiß gehaltenen Deckblätter des Stadtplans sind auf jenes von 2021 und den noch folgenden Jahren abgestimmt und ergeben eine sammelbare Serie. Die einzelnen Covers basieren jeweils auf einem Basler Stab, der in nicht mehr als 5 Schnitten zerlegt und zu einem neuen Motiv zusammengesetzt wurde. Hauptarbeit der Kartografen online. Es freut uns, noch analoge Karten drucken zu lassen, doch unsere Hauptarbeit ist die Kartografierung von Basel of Maps, BS, erklärt Krause. Auf dem Online-Geoportal des Kantons findet man komplett kostenlos jegliche Karten von Basel, hinterlegt mit interaktiven Funktionen und Datensätzen von den Grundbuchanträgen, öffentlichen sanitären Anlagen bis zur Hundesignalisation. Mit solchen Funktionen kann der Faltstadtplan nicht aufwarten. Aber der tut seinen Dienst auch dann noch, wenn das Smartphone keinen Empfang oder keine Energie mehr hat.